Freitag, Nachmittag und Wochenende. Was könnte es mehr Kunde geben, eine Radtour zu machen? Die letzten Tage waren hier sehr regnerisch im Schwarzwald. Dauerregen, schlechtes Wetter. Und zum ersten Mal die Woche, heute am Freitag, gibt es wieder gutes Wetter. Und deshalb hat sich bei mir ein Bewegungsmangel angestaut. Den möchte ich heute beheben, kompensieren. Und deshalb habe ich mich mal wieder zu einer kleinen Radtour ins Wochenende entschlossen. Diesmal eine Biergartentour in Richtung des Aussichtspunkt Rauschbarz bei Horb. Und die Streckenplanung habe ich heute relativ abwechslungsreich gestaltet. Es geht nicht auf direktem Weg dorthin, sondern der eine oder andere kleine Umweg ist mit eingeplant. Landschaftlich sehr schön. Und wenn ich dort angekommen bin, möchte ich eine Weile die Aussicht über das Neckartal genießen. Und dann geht es wieder auf der Rundtour zurück nach Dornstetten. Und ihr könnt heute mit der Kamera ebenfalls die Aussicht vom Rauschbart genießen. Viel Spaß dabei! Heute startet die Radtour mal wieder direkt vor der Haustür auf dem Pfahlberg in Dornstetten. Und wie man sehen kann, das Wetter ist noch nicht ganz so sonnenscheinreich, aber es ist trocken und hat ca. 20 Grad. Eigentlich optimales Wetter, um Rad zu fahren, wenn man nicht gerade ein Sonnenbad dabei nehmen möchte. Vom Pfahlberg geht es jetzt erstmal in Richtung Schopfloch und anschließend weiter nach Biddelbronn. Über Biddelbronn geht es dann in Richtung Rexingen und dann liegt der Aussichtspunkt Rauschbart überhaupt gar nicht mehr so in der Ferne. Und das Schöne ist dabei, ich habe fast durchgehend einen Panoramablick in Richtung Schwarzwald oder Schwäbische Alb. Die Auswahl der Strecke nach Horb zum Rauschbart ist auch heute dadurch getroffen worden, dass es die letzten Tage einfach hier stark geregnet hat und die ganzen Waldwege im Schwarzwald in Richtung Freudenstadt oder Schwarzwald-Hochstraße, die sind jetzt richtig matschig, glitschig. Und wenn man danach nicht unbedingt sein Fahrrad und sich selber unter fließendem Wasser säubern möchte, dann sind die Radwege in Richtung Horb auf der Höhenlage zu bevorzugen, denn die sind inzwischen schon durch die letzten zwei Tage, wo ein bisschen die Sonne schien, wieder abgetrocknet und gut befahrbar. In der Ferne kann man jetzt ein schönes Panorama sehen. Beginnt bei Lossburg im Schwarzwald, geht in Richtung Rottweil zum Aufzugsturm. Ich kann jetzt sehen, in der Kamera wahrscheinlich nicht. Und daneben dann das Panorama der Schwäbischen Alb mit dem Klettenberg, wo der Sendemast steht. Trotz Regenwetter der letzten Tage habe ich mich heute für die Radwegvariante nach Schopfloch über den oberen Lattenberg entschieden. Ist einfach die schönere Strecke, wie wenn ich auf dem asphaltierten Begleitweg der B28A entlang fahre. Was mich jetzt im Wald erwarten wird, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich hoffe mal nicht, dass totaler Morast auf die Radwege vorkommt.
das Schöne an so einer freitagnachmittaglichen Radtour ist, dass der Körper und der Kreislauf nochmal nach der Arbeitswoche so richtig in Schwung gebracht werden. Ich merke langsam, dass ich wieder ein bisschen frische Luft getankt habe. Die Müdigkeit, die ich heute Mittag habe, das Mittagsloch verschwindet. Und jetzt werde ich aktiv. Und heute Abend dann, Freitagabends, da kann ich mich dann in schöner Müdigkeit auf dem Sofa fallen lassen. Dann macht sich die körperliche Betätigung von heute wieder bemerkbar. Auch hier bei Dornstetten zeigt der Herbst die ersten Spuren. Die Getreidefelder sind gelb gefärbt oder bereits abgeerntet. Dieses Jahr ist besonders frühzeitig, da der Sommer sehr trocken war. Bisher hatte ich weitgehend Glück mit den Radwegen. Alles trocken oder beziehungsweise schon wieder abgetrocknet. Wenn es so bleibt, wird es eine schöne Radtour. Mittelbrunn geht es nicht über den direkten Weg, über Schopfloch, sondern noch die kleine Ortschaft Dettlingen wird auch durchquert. Und momentan fahre ich auf dem sogenannten Kreuzweg, so wird er bei den Einheimischen hier genannt, weil hier einige Wegekreuze stehen. Der Weg macht seinen Namen alle Ehre. Die Ortschaft Dettlingen bei Horb. Nicht immer bis in die Alpen fahren, um Pass zu überqueren. Auch hier im Schwarzwald gibt es den einen oder anderen 1285 halbe Meter über Meeresspiegel. Das ist schon was von Freitagnachmittag. Und die Aussicht hier ist auch nicht schlecht. Lediglich das Hochgebirge, das Felsen im Hintergrund. Dort unten im Tal liegt Mittelbronn. Kleines Stückchen weiter kann man noch Dettlingen erkennen. Und eine Gratstraße auf der Passhöhe gibt es auch. Weiter geht's in Richtung Rauschbart. Denn wer so viele Höhenmeter gemacht hat, der hat sich eine kühle Frischung wahrlich verdient. Nebenan ein Grillplatz und weil wir Wochenende haben, hat schon jemand Feuer hier gemacht.
Ich bin wieder zurück auf dem offiziellen Radweg, der von Schopfloch nach Horb führt. Und von Horb geht es sogar weiter in Richtung Herrenberg in Heckengäu. Man kann dann beliebig weiterfahren über Böblingen nach Stuttgart. Und der Radweg, der ist sehr gut ausgebaut, asphaltiert, auf Höhe. Vor 3 Jahren mal, ein Tag vor Heiligabend, da waren mal fast 15 Grad im Dezember hier im Schwarzwald. Damals bin ich hier auch auf dem Radweg gefahren, im Winter bis nach Herrenberg. Einzig Limitierende an dem Tag war die Tageslänge, denn um 5 Uhr wurde es bereits langsam dunkel. Aber war auch ein schönes Erlebnis. Und der Radweg ist auch ein Radweg, den ich im Frühling, wenn noch relativ viel Schneereste liegen, den ich als erstes fahre, denn hier ist meistens frei. Die Aussicht auf der Höhe, grandios. Das Panorama der Schwäbischen Alb. Direkt vor mir der Wasserturm von Nordstetten. Und hier der Blick in Richtung Tübingen. Dort unten verläuft das Neckartal entlang. In der Ferne am Horizont kann ich die Hochhäuser der Klinik von Tübingen sehen. Ein Stück weiter sehe ich die Burg Hohenzollern. Und in der Richtung der Fernmeldeturm auf dem Plettenberg. Der liegt in der Nähe von Balingen. Und ein Stück weiter der ThyssenKrupp-Turm bei Rottweil. Also ein sehr sehenswertes Panorama hier. Nur die Sicht ist heute an dem diesigen Sommertag nicht ganz so toll. Direkt vor mir liegt Horb und oben auf der Höhe befindet sich der Höhencampingplatz auf der Schütte. Eine schöne Übernachtungsmöglichkeit für alle Fernradfahrer, die unten im Neckartal auf dem Neckartalradweg unterwegs sind oder den Schwarzwald durchqueren in Richtung Goi nach Stuttgart. Ich werde den Campingplatz jetzt umfahren und muss dann ein ganz kurzes Stück auf dem Begleitweg der B28A entlang fahren. Dann geht es auf der anderen Seite wieder in die Höhe und dann ist es nicht mehr weit bis zum Rauschbad. Neben dem Campingplatz weiden die schottischen Hochlandrinder. Die sind das ganze Jahr draußen, egal ob ich hier im Winter wandern bin oder im Sommer mit dem Fahrrad vorbeikomme. Die kann man immer bestaunen. Die haben es einfach schön hier. Auf dem Begleitweg geht es jetzt circa 200 Meter der B28A entlang, nicht weit, und dann kommen wieder Radwege. Für die Hinfahrt zum Aussichtspunkt Rauschbad habe ich die nicht ganz so schöne Variante über das Industriegebiet Horb-Hohenberg gewählt. Die ist relativ kurz und zweckmäßig,
aber wenig sehenswert. Dafür gibt es die schöne Alternative auf dem Heimweg über Bilderching. Deshalb werde ich die Wohn- und Gewerbesiedlung Hohenberg vor mir auch relativ zügig durchqueren. Vor mir der Biergarten Rauschbad. Das Tagesziel ist erreicht. Und das Frittierfett konnte ich schon aus der Ferne riechen. Für mich gibt es jetzt erstmal ein Eis zur Erfrischung. Passend zum Schwarzwald gibt es ein Schwarzwälder Kirscheis. Nach der kurzen und erfrischenden Pause auf dem Rauschbad geht es weiter. Der Rauschbad, einmal, zweimal im Jahr gehe ich hin mit dem Rad. Die Speisen und Getränke sind eben typische Biergartenkost und die Preise sind relativ hoch hier. Das ist wie überall, man zahlt den Ort mit und hier haben wir eben die schöne Aussicht über das Neckartal. Es gibt keine Alternativen. Das lässt sich der Rauschbad auch zahlen. Aber für Wanderer und Fahrradfahrer ist es eben ein schönes Ausflugsziel. Und deshalb ab und zu bin ich auch meine Radtour oder Wanderung dorthin. Da die Radtour eine Rundtour werden soll, gibt es von Heimweg eine andere Strecke. Und diesmal gibt es die schönere Variante. Vom Rauschbad zurück in Richtung Schopfloch über Bilderching und übers Industriegebiet Heiligenfeld, das man aber umfahren kann. Auch der Jakobusweg streift den Rauschbad und vielleicht hat der eine oder andere Pilgerer schon dort oben bei ein, zwei oder mehreren Bieren seine Pilgerreise abgebrochen und ist dort hängen geblieben. Nochmal ein letzter Blick im Neckartal entlang, diesmal flussabwärts. Und man kann in der Ferne die Autobahnbrücke der A81 sehen. Direkt vor mir die Ortschaft Bilderching und in der Ferne auf der Höhe kann man die Ortschaft Hochdorf erkennen. Wie der Name schon sagt, liegt es da auf der Höhe. Oberhalb dem Industriegebiet Heiligenfeld die Ausstiegsmöglichkeit für alle Fahrradfahrer, die nicht mehr können oder vom Rauschbad zu viel im Magen haben. Hier hält die Gäubahn und es geht zurück in Richtung Freudenstadt. Vor 5 Jahren, da habe ich mal einen Arbeitskollege verabschiedet und wir sind nach der Arbeit von Freudenstadt bis auf den Rauschbad mit dem Fahrrad in einer kleinen Gruppe. Und zur späten Stunde wollen die Kollegen zurück mit der S-Bahn Richtung Freudenstadt. Haben leider die S-Bahn, diesmal so immer ist, um 10 Minuten verpasst. Hätte eine Stunde Wartezeit bedauert in einer relativ kühlen Herbst.
Nacht. Und ich habe mir damals überlegt. Und da ich nur bis Schopfloch zurück hatte, habe ich mich für die Halbfahrt entschlossen. War eine gute Entscheidung. Nach 30 Minuten war ich damals zu Hause. Heute lasse ich mir aber Zeit, wenn ich genieße. Doch relativ warme Wetter. Ein Blick über Skoy in Richtung Schwäbischen Alb und auf dem Höhenrücken hier geht's vorbei oberhalb von Altheim in Richtung Grünwitzstetten und die geschätzten 150 Höhenmeter bis nach Schopfloch, wo sich der höchste Punkt der Radtour befindet, werden wirklich mit sehr sanften Steigungen befahren. Also für jedermann machbar, auch für Familien. Oberhalb von Altheim liegt die Reitschule Jung, wo unser berühmter Michael Jung herkommt, der bei den Olympischen Spielen Gold für Deutschland geholt hat. Inzwischen 45 Kilometer an und ich habe gerade Grünwitzstetten durchquert. Jetzt sind es noch ca. 3 Kilometer und dann stehe ich oben auf dem Grünwitzpark bei Schopfloch, der geografisch höchste Punkt meiner heutigen Radtour und ein Stück zum Grünwitzpark verläuft durch ein Landschaftsschutzgebiet. Viel Natur, war schon gestört. Das werde ich dann genießen. Und vom Wolfsberg geht es dann wieder in Richtung Dornstetten. Bis ich daheim bin, sind es dann knappe 60 Kilometer. Genau der richtige Umfang für eine Nachmittagstour am Freitag. Ein paar Pfadfinder genießen auch die Idylle in der Natur, haben hier ihr Zeltlager aufgeschlagen. Daneben errichten sie gerade einen Aussichtsturm und die winken mir. Liebe Radfreunde, ich habe den Rödelsberg in Schopfloch erreicht. War eine sehr schöne Radtour mit wirklich viel Aussicht. Und auch hier habe ich nochmal eine Aussicht in Richtung Neckartal. Im Winter sogar bis zu den Schweizer Alpen. Heute leider nicht. Bisschen zu diesig. Mein Tacho zeigt jetzt 49 Kilometer an. Bis ich wieder in Halbang bin, sind es dann ca. 50 Kilometer. Genau die richtige Streckenlänge. Meine Beine werden jetzt langsam ein bisschen schwer und jetzt kann das Wochenende beginnen. Jetzt heißt es relaxen, ausruhen und das schöne Wetter hoffentlich weiterhin genießen zu können.